Hallo, es ist schon eine Weile her, dass ich ein Video gemacht habe, aber ich dachte mir, ich nutze jetzt die Zeit und mache mal ein neues. In unserem Hochbeet, die Tomate, die da selbst kam, ja, die hat die Braunfäule dahin gerafft. Das Dickblatt wächst, schmeckt aber jetzt nicht so dolle. Und wir haben jetzt hier nochmal Endivien gesetzt und Rucola eingesät. Ja, hier unten wächst eine Kratzdistel. Weiß nicht, ob ich die da lassen kann. Eigentlich ist da nur Schotter ohne Feinanteil, aber sie hat sich trotzdem da breit gemacht. Genauso hier der Dost. Ja, die Malve hier, die hat sich entschlossen auch wieder zu blühen. Auch der Steppensalbei ist immer noch am Blühen. Die Eberesche hat ihre Früchte. Der Blutweiderich hier ist verblüht, der andere hat nicht das Blühen angefangen. Auch der Gilbweiderich hier ist irgendwie stecken geblieben. Und hier sieht man noch die verblühten Blütenstände vom Teufelsabbiss. Mal gucken, was davon nächstes Jahr wiederkommt. Ja, in der Kirsche konnten wir nichts ernten. Hier habe ich so einen großen Schneckenkragen drumherum gemacht und wir haben jetzt so eine Art Mini-Hochbeet, da ist Ackersalat eingesät. Hier im Hintergrund die gelben Blüten, das ist der klebrige Salbei, der blüht noch. Die Hagebutten oder Rosen tragen echt sehr gut. Wir haben da auch schon viel geerntet, von der hier jetzt weniger, aber wir haben den Dörrautomaten voll gemacht. Ja, Äpfel schaut auch schlecht aus. Letztes Jahr haben wir gute Ernte gehabt, dieses Jahr eigentlich gar nichts. Da hängen zwei, am anderen auch zwei. Hier die Kartäusermelke ist immer noch fleißig am Blüten produzieren. Auch die Nachtkerze blüht immer noch. So, ah, na, einer an. Das ist doch eine Preiselbeere. Und blühen tut sie auch noch. Auf der Wurzel habe ich mich ein bisschen ausgetobt und verschiedene Sukkulelen. In die dünne Erdschicht eingebracht oder auch eben wie hier mit Sand aufgefüllt. Die Mispel, die trägt echt gut. Da müssen wir jetzt noch halt auf den Frost warten. So, was haben wir denn hier? Gamander. Und im Hintergrund auch noch mal eine andere Kartäusernelke und noch ein Steppensalbei und hier wieder ein klebriger Salbei. Das war, glaube ich, Aland. Ja. Ach, was sehe ich denn hier? Der aufrechte Ziest. Und auch hier ist der Gilbweiderich eigentlich stecken geblieben. Hat nicht mehr weiter. Ist nicht mehr weiter gewachsen. Ja, die Rose hier habe ich ziemlich arg abgeerntet. Die Asterie ist weitgehend verblüht. Der Lavendel hier
mache nochmal eine zweite Blührunde. Ja, auch bei die Skabiosenflockenblume sein, die hier nochmal eine Blüte raustreibt. Und auch hier in meinem Sumpf wächst es und blüht es noch. Da nochmal ein klebriger Salbei. Und hier die mazedonische Widmenblume. Da haben wir eine Fetthenne. Ist der Dost sehr schön am Blühen. Wie die Löwenmäulchen hierher gekommen sind, das weiß ich nicht. Ja, die müsste eigentlich eine gelbe Skabiose sein, aber irgendwie ist sie sehr weiß. Und da hinten noch eine Aster. Ja, die Kratzdistel hat nur noch ihre Samenstände. Mal sehen, ob die Vögel kommen und sie holen. Die Lichtnelke hat sich auch wieder zum Blühen entschieden. Im Hintergrund die Sandgrasnelke ist auch noch am Blühen. So, hier das Schaumkraut. Der rote Leim blüht auch noch. Hier ein Rotklee. Hinten sehen wir auch noch mal eine Nelke und eine Flockenblume. Ich hoffe, ich bin nah genug dran für euch. Und hier eine Wolfsmilch. Ja, wie man auch sieht, obwohl wir die Tomaten sehr eng gesetzt haben, nicht oder wenig ausgegeizt haben, wir haben gerade eine irre Ernte. Die Gurken sind soweit durch. Da erwarten wir uns jetzt nichts mehr, aber die haben auch sehr viel Ertrag geliefert. Da hat es vorher wohl ein Unglück bei den Hokkaidos gegeben, weil hier lag einer, jetzt liegt er hier. Dann wird es wohl jetzt bald Kürbis übergeben. Ja, mussten viele Blätter entfernen. Mehltau sieht man auch, wenn man genauer hinguckt. Ist sehr aktiv. Andererseits ist der Kürbis auch immer noch aktiv. Weiß nicht, ob die hier noch was werden. Aber ansonsten haben wir auch so eine echt tolle Ernte. Ja. Das war der kurze Rundgang. Macht's gut. Ciao, ciao.